Ja, servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, ich muss da unbedingt in der Sonne stehen bleiben, ich kann da nicht in den Schatten gehen, sonst bin ich gefressen. Ja, was mache ich? Ich bin wirklich nur eine Kleinigkeit unterwegs. Habe vorher noch mein eigenes Mikrofon getestet, das habe ich jetzt mit dabei. Möchte mal schauen, wie das funktioniert. Und ich werde wahrscheinlich irgendwo hingehen, wo der Wind drüber bläst, wo wir einen super Ausblick haben und da oben geht wieder super der Wind. Also, gehen wir mal. Ja, wir waren gestern auf einer Hochzeit. Wir sind erst zeitig in der Früh heimgekommen. Die Chefin liegt daheim noch, solo valat. Und ja, ich habe das relativ gut überstanden. Gut, ich wüsste, ich trinke nichts. Ist nur noch mehr so. Autofahren habe ich auch müssen. Ja, Patrone. Hüsen. Ja, vielleicht kann man Feuersteine machen. Heben wir sie auf. Ja, wie gesagt, ich trinke ja absolut nichts. Aber wir müssen noch fast 3 Stunden Auto fahren. Und ja, von daher bin ich relativ fit. Und ja, ein bisschen lassen möchte. Das Wetter ist viel zu schön. Ja, viel zu schön, den sind auch noch, weil gewissens sind ohne Ende. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, da war eine Wanderung da herum, so ein Wandertag. Die haben da die Astel noch gestutzt und schaut mal, da noch Kindspann drinnen. Da war auch noch, ich habe heute mein Sagel nicht mit, aber vielleicht sollte man die mal anschneiden, alle. Da ist sicher was drinnen. Ja, weiter geht's. So, jetzt bin ich wieder da herum. Da geht ein bisschen mehr der Wind. Ja, ein paar schöne Plätze sind da auch. Ja, ohne Wind keine Chance. Da bist du eine luftleere Hülle. Man, bist eine leergesaugte Hülle binnen ein paar Minuten. So ausgehungert sind die. Ja, ist aber auch kein Wunder. Wir haben ja extrem Hochwasser. Ja, wird man nicht sehen, vielleicht auf die Autos da unten. Ist gerade ein Match im Gange. Aber dadurch, dass der Wind eh günstig steht, hört man es fast gar nicht herum. Ja, da ist wenigstens überall schön zügig. Man hat auch keine Größen da, das stimmt allerdings. Aber da knallt die Sonne runter. Puh! Ja. Schauen wir, wie ich irgendwie ein bisschen einen Schattenplatz finde. Ja, ich bin da jetzt einmal ein bisschen weiter hergegangen. Da unten seht ihr die Donaubrücken und die dreckige Donau. Und da die Oberseiten vom Steinbruch. Ja, es ist jetzt zum Peak ein Wolkerl vor. Das ist einmal kurz ein bisschen angenehmer. Ja, ich werde mich da jetzt irgendwo herplatzieren. Was schöne Walderdbeeren, die sind wirklich lecker. Mm. Schmecken extrem gut. Na, da sieht man ein bisschen besser jetzt auf dem Steinbruch. Da unten fährt gerade ein Schiffernagel die Donau rauf. Ja, und Ausblick wie immer sehr, sehr, sehr trüb. Ja, in die Richtung dort liegt Wien. Ah, jetzt bin ich da noch ein bisschen weiter marschiert im Berg rauf. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem anderen Steinbruch.
wo die Feuerstörung ist. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da unten ist die Feuerstelle. Ja, da wäre ich nicht durchgekommen, das ist fast undurchdringlich. Ja, da habe ich die falschen Schuhe, habe keine Wanderschuhe. Ich habe nur Turnschuhe. Und da brauchst du einen sicheren Halt da durch, das ist quasi nichts. Aber ich denke, ich werde mich trotzdem da ein bisschen wo niederlassen. Und machen wir es gemütlich, weil da habe ich einen schönen Ausblick. Ja, so werde ich mich niederlassen. So, aber jetzt ist einmal Zeit für einen Kaffee. Hier kriegt ich schon alles. Ja, ich habe jetzt einmal Mikrofon einmal umgehängt mit dem Windbuschel. Schauen wir mal, wie es so funktioniert. Ja. Extrem heiß heute. Ja, mal schauen, ich glaube, ich habe ein Thermometer mitgenommen. Nämlich ein extra digitales. Aha. Und in der Tasche hat es einmal gehabt 39 Grad. Jetzt lassen wir es einmal da ein bisschen liegen. Der blubbert schon. Naja, perfekt. Wie heißt es so schön? Bei einem heißen Wetter soll man was Heißes trinken. Ein bisschen ein Liftel war schon Hammer. Ich bin glitschnässel am Bugel. Was schwimmt da alles herinnen einmal drum? Na egal. Ja, Freunde, in dem Sinne wieder mal meine Krankensesseln. Der erste Gruß geht wie immer an euch. Ich bin bei euch dabei. Und dann an den Rest der Welt. Prost, Freunde. Ich sehe gerade unten auf der Hauptstraße fahren schon die ersten Mähdrescher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halten natürlich eher alles da auf da unten, aber ist ja wurscht. Ist nur noch mehr so. Jetzt ist Zeit fürs Ernten. Ja. Zumindest bin ich froh, dass da jetzt keine Gößen sind. Es ist zwar nur ein zartes Lifterl ab und zu, aber ja, besser wie gar nichts. Ah. Ja, fast nicht zum Aushalten. Ich habe das Mikrofon jetzt einmal umgedreht. Schauen wir mal. Dass es nicht so schlackert, weil wenn man da ankommt, wird man sicher was hören. Eventuell auch vielleicht einmal da in Krongum reinstecken, aber hauptsächlich verwende ich es ja sowieso mit einem externen Mikrofon und von daher. Habe ich noch einen schönen Stickelweg heim. Ah ja, schön stickeln. Da muss ich jetzt noch einmal um einen Stabruch herum. Ja, so 35 Minuten bis zum Auto. Dann bin ich da. Ja. Platzerl schön hinterlassen. Es kratscht sich von allein auf. Der Rest ist ja nichts passiert. Oh, ein bisschen wach bin ich die Knie. Und jetzt geht es schon langsam wieder zurück. Ich zeige euch da mal einen Blick noch einmal runter. So, und zurückgesetzt. Ja, im Schatten per Wind ist wenigstens halbwegs erträglich. Aber in der Sonne ist es ein Wahnsinn. Ja, da zieht er ordentlich durch. Werdet ihr sehen. Ha, herrlich. Ja, aber jetzt gefällt mir schon daheim. Dann ziehe ich immer was Kaltes rein.
Ah ja, Freunde, ich hab's wieder geschafft. Bin hier unten angekommen. Kann nicht stehen bleiben beim Abmoderieren, sonst bin ich eine blutleere Hülle. Ich hab bis gleich gefressen, überhaupt im Schatten. Ja, egal, machen wir so. Ist ja auch kein Problem, war nicht das erste Mal. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Eine heiße, wenn ihr daheim seid. Eine kühle, wenn ihr arbeiten müsst. Und Servus, die Malen und pfiat euch, die Buben.